Hallo ihr Lieben, heute das News-Video mal in dieser Form, weil ich einfach nicht dazu komme, mich richtig hinzusetzen und ein Video zu drehen. Weil hier gerade so viel los ist. Ich habe auch aktuell beide Kinder zu Hause. Vince, weil er heute einen Zahnarzttermin vormittag hat, und Svea habe ich die ganze Woche zu Hause, weil ich sie ja möglichst gesund mit in den Flieger nehmen möchte. Genau, wir packen auch schon die ganze Zeit für den Flieger und machen noch so Dinge fertig. Und ihr hört, die Kinder vertragen sich auch aktuell gar nicht so gut miteinander. Sie haben immer mal wieder so Phasen, ne? Wer Geschwisterkinder hat, der weiß das. Wo die halt nicht so gut miteinander können oder nur Blödsinn machen. Deswegen ist es gerade aktuell sehr, sehr anstrengend. Aber ich wollte dieses News-Video gerne noch machen. Für den März. Im März wird einiges passieren. Wir fliegen zuerst in den Urlaub. Dann bin ich auf der Leipziger Buchmesse mit meiner Freundin Carla Grün. Dann bin ich auf einem Orion-Event in Hamburg, wo ich auf jeden Fall auch für euch mitfilme. Das ist das Curvy-Event. Dann wird Svea 2 Jahre alt. Da feiern wir ja auch quasi dreimal. Mit der Familie, mit Freunden und im Kindergarten. Dann haben wir noch einen 30. Geburtstag von einem Freund. Und dann ist ja auch schon wieder Ostern und ich habe noch gar nichts. Ich habe noch kein einziges Ostergeschenk. Noch gar nicht. Ja, arbeitstechnisch passiert auch gerade super, super viel im April. Also ich hoffe, dass ich es im April schaffe, möchte ich hier auf YouTube ein neues Format starten. Jeder, der so gut bei meiner Stimme abschaltend entspannen kann, darf sich darauf freuen. Das wird richtig, richtig, richtig cool. Ich freue mich da mega drauf, aber aktuell habe ich nicht die Zeit und die Ruhe, das zu machen. Deswegen wird es, glaube ich, erst im April was. Ich wollte auf jeden Fall so die Themen Weiblichkeit und Partnerschaft im März noch ein bisschen mit aufgreifen, weil euch die letzten 2 Videos dazu wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Eine Idee habe ich schon mitgenommen, wo ich einen Kommentar bekommen habe, was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte. Wenn ihr spezielle Wünsche oder so habt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, entweder hier in den Kommentaren oder irgendwo als Nachricht. Genau, jetzt aktuell läuft ja auch meine Selbstliebewoche auf WhatsApp und Facebook. Macht auch riesen Spaß. Ich liebe das immer. Und bei Facebook haben wir festgestellt, dass ganz, ganz viele so eine Body Positivity Challenge haben wollen. Also wo es sowohl um Motivation geht, als auch um Durchhalten bei Sport und gesunder Ernährung, aber auch, wie man wirklich ein gutes Körpergefühl bekommt. Und da arbeite ich gerade dran und das wird es dann auch irgendwann demnächst geben. Und eine Sache noch. Einigen ist es vielleicht aufgefallen, dass es hier auf meinen Videos keine Werbung mehr geschalten wird. Das hat eigentlich 2 Gründe. Zum einen war mir das, ich mochte es selber nicht. Ich gucke ja auch YouTube-Video noch. Ich finde es nervig, vor allen Dingen, wenn mitten im Video Werbung läuft. Das finde ich richtig, richtig nervig. Oder bei Videos, die mich eigentlich entspannen sollen, wenn da noch irgendwie Werbung vorher oder zwischendurch läuft. Ich mag das selber nicht. Nun war ich ja aber noch bis Ende letzten Jahres in einem Netzwerk und da hatte ich einfach keine Wahl. Da musste ich die Werbung schalten und jetzt ab Januar hatte ich einfach die Wahl. Und ich habe mich persönlich einfach dagegen entschieden, weiterhin auf YouTube hier Werbung zu schalten. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mit YouTube auch Geld verdient. Und deswegen jetzt, das ist jetzt für alle, die das freiwillig gerne machen wollen. Unter meinen Videos findet ihr immer Amazon-Links. Das sind Affiliate-Links, wenn ihr da draufklickt und was bestellt. Ihr müsst nicht das Produkt bestellen, was da verlinkt ist, sondern wenn ihr da draufklickt und dann eure Amazon-Bestellung macht, bekomme ich da immer so einen Cent-Anteil und setze das dann gerne ein, um auf Amazon dann einfach neue Technik zu kaufen, neue Video-Hintergründe oder sowas. Genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, für all diejenigen, die das möchten. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, weil das mittlerweile auch viele andere Creator tun, andere YouTuber tun. Ich habe jetzt einen PayPal-Spenden-Link eingerichtet. Das heißt, wenn ihr diesen Content, den ich hier mache, so extrem wertschätzt, dass ihr sagt, ihr möchtet mir da einen kleinen Betrag auf PayPal überweisen, dann super, super, super gerne. Aber das ist wirklich alles auf freiwilliger Basis. Also wie gesagt, es wird hier keine Werbung mehr auf diesem YouTube-Kanal geben. Da habe ich mich jetzt wirklich dagegen entschieden, weil ich es persönlich als Zuschauer auch nervig finde. Für all diejenigen, die mir was Gutes tun wollen, die irgendwie diese Lücke da jetzt ausfüllen wollen, wie gesagt, entweder die Möglichkeit über Amazon, weil da bezahlt ihr halt selber überhaupt nichts, gar nichts. Ihr bezahlt nichts mehr. Ich bekomme da halt so einen Centanteil.
Oder wie gesagt, der PayPal-Spendlink, den ihr jetzt in der Infobox findet. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem News-Video im März. Ihr hört es drüben. Die nehmen schon wieder die ganze Bude und sich gegenseitig auseinander. Ist gerade nicht ohne hier. Ja, im März werden dann wieder ein paar Themenvideos kommen und im April wird noch mehr kommen. Also ich habe viel vor, aber es ist gerade so. Im Moment halten mich die Kinder gerade genug auf Trab und deswegen müssen die anderen Projekte alle gerade einfach ein bisschen zurückstehen. Aber es kommt. Also der Frühling bringt einiges Cooles mit sich. Ihr dürft euch freuen. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen März. Ich habe ein paar Videos vorgedreht, die ihr jetzt sehen werdet, während wir im Urlaub sind. Ich werde das erste Mal im Urlaub nicht vloggen. Das ist der allererste Urlaub, seit ich YouTube mache, wo ich nicht vloggen werde. Aber ich brauche gerade die Auszeit. Ich habe ja auch kein Internet. Deswegen wird es auch auf Instagram und Facebook und bei WhatsApp nichts von mir geben. Das wird eine Herausforderung. Das wird eine echte Herausforderung. Da gebe ich euch danach super gerne mal ein Feedback, wie das so war, eine Woche ohne Social Media, weil ich bin ja echt eigentlich ein Social Media Junkie. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Aber wir fliegen jetzt erstmal nach Teneriffa mit diesen Plagegeistern da. Ich werde jetzt erstmal gucken. Svea hat sich heute auch schon 1000 Mal verletzt. Es ist halt so kalt draußen. Man kann halt gerade nicht stundenlang rausgehen und die auspowern, weil es halt echt so kacke kalt ist. Und deswegen drehen die halt irgendwann im Laufe des Tages durch. So, dieses etwas andere März-News-Video geht dann jetzt demnächst gleich online. Irgendwie die Tage... Ich muss es ja nur noch schneiden und hochladen. Und ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare. Gerne mit Themenwünschen. Und wünsche euch jetzt einen wundervollen März. Und bis ganz bald. Tschüss.